Recht herzlich willkommen zur 74. Folge von Stellaris. Ich habe ja letztes Mal einen auf den Sack gekriegt hier, das ist ja klar, ne? Was heißt das? Feindliche Schiffe in der Nähe, ja. Okay, die sind da in der Nähe und greifen da an, oder wie sehe ich das? Jo, Leute. Aber das war ja das, wo letztes Mal schon war, genau, da können wir jetzt auch nichts dran ändern. Hier Terzan Prime wird ist unter Beschuss. Und wir haben da auch nichts entgegenzusetzen in dem Sinne momentan. Außer die Flotte, die jetzt kommen wird, wenn sie denn dann kommt. Ja, da haben wir ja Dingens, sag schon, ein paar Leute noch ausgehoben. Und deswegen bin ich jetzt gerade der Meinung, dass wir vielleicht nicht sofort dahin fliegen, sondern über Neckar fliegen. Und gucken, dass wir da vielleicht noch das ein oder andere Schiff mitnehmen oder die ein oder andere Flotte. So, dann machen wir Leertaste, damit es vorangeht. Und wollen hoffen, dass dann noch irgendwelche Schiffe hier rauskommen. Sehen wir das irgendwo? Militärmacht 1,7. Ja, eins kommt auf jeden Fall noch. Das müsste auf jeden Fall noch klappen, ne? Ist die Frage, wann die anreisen. Die schon unterwegs oder? Ich glaube, eine Welt sind sie hier schon weiter, ne? Kann das sein? Ja, los. Fliegt mal weiter. Okay, die nehmen wahrscheinlich eine Abkürzung, ne? Und fangen uns dann irgendwo ab. Hier passiert natürlich nichts, doch da geht's jetzt voran, oder? Ja. Und dann haben wir hier eine Flotte. Die 42 Yard, wow. Noch nicht mal 100. Zweiter Zerstörer kommt dazu. Jetzt haben wir knapp 100. Ja. Hat er denn jetzt da dran gegangen oder nicht? Achso, wir haben kein Material mehr. 54, okay. Wenn dann die Korvette als nächstes noch. Mhm. Zeitkritisches Projekt. Verfügbare Tradition. Okay, das wäre vielleicht noch sinnig, da was zu machen. Kuriernetzwerk. Zum Annehmen das machen. Mhm. Ja, was machen wir da? Schiffbaugeschwindigkeit und Gebäudegeschwindigkeit. Ja, komm, da haben wir schon was gefunden, was wir nehmen. Gut, weiter läuft's. Und 140, das ist schon mal was. Da kriegen wir noch 127 zusammen. Ja, kriegen wir bestimmt zusammen, ne? Ist die Frage, ob wir noch ein bisschen mehr kriegen. 229, wie weit ist die Flotte hierher unterwegs? Okay, die brauchen noch was. Wenn die noch was braucht, dann wäre es vielleicht sinnig, vielleicht doch noch auf den Zerstörer zu warten. 229, ja, das geht auch noch, denke ich. Da wird der gebaut. Und die sind da. Okay. Da ist nochmal eine sind wir schon vorbeigeflogen, okay. Die sind noch unterwegs nach da. In dem System haben wir jetzt 237. Ich glaube, das war es auch. Ne, einer wird noch gebaut, okay. Das klappt dann noch. Flotte entdeckt.
Okay, ist also. Und da sind die da. Die treffen sich jetzt da. Also einer kommt noch raus, okay. Und 160. Machen wir den da mal bei. So, dann wollen wir die mal zusammenbringen. Zusammenfassen geht schon, oder wie? Von den zwei. Und bei denen. Ja, 2,3. Da war eben 2,4. Ist jetzt nicht so doll, ne? Das geht auch noch zusammenfassen. Oder wie sehe ich das? 2,3. Das reicht nicht, ne? Ja, ist auch nicht besser geworden. Zerstörer. Dauert. Länger, dann machen wir lieber noch Korvette. Die ist auch schnell fertig. Fliegen wir näher ran. Da ist er. Zusammenfassen. Jetzt haben wir auch da 2,4 und jetzt gehen wir auf die Reise nach hier unten hin. Wo ist Terzam? War das hier? Eigene Flotte. Ich hätte sie gern angeklickt, dass sie aufgeht, aber ist wohl nicht so. Astroider Forschungsschiff, ist das okay? Ja, was macht das Forschungsschiff hier? Das ist die Frage, ne? Schiffsdetails. Ja, das ist alles soweit gut, nur da fehlt uns jetzt der passende, sag schon, der passende Anführer. 3 Sterne reicht alle nicht. Lass es stehen erst. Gut, wie weit sind wir mit dem Schiffen von Neckar? Wo sind sie jetzt? Ja. Gute Frage. Sind sie das? Okay, das sind sie wohl. Demis, Terzam fehlt mir. Auf meinen Schirm jetzt. Trim. Wo ist denn das jetzt? Da müssen wir hin. Wenn sie denn da noch sind. Ja, interessant. Aber die sind definitiv weggeflogen, die anderen. Ja, da sind ein paar mehr, ne? Da brauchen wir uns keinen Kopf mehr drum machen dann. Da sind 2,8. Eben waren 18 oder so, ne? Ja, auf der Suche nach dem Gegner, oder wie ist das? Vielleicht finden wir sie ja irgendwo unterwegs. Okay. Hier ist eine Flotte. Das ist eine Transportflotte allerdings. Das war es dann nicht.
Militärmacht, das ist keine Flotte. Eine Festung, okay. Haben wir gar nicht, ne? Festung. Den Umweg hier hin gerade. Schauen, dass sich da was tut. Okay, jetzt fliegen wir rüber. Auf Neckar können wir noch Schiffe produzieren. Wunderbar. Ja, wollen wir uns keine Gedanken drum machen, was da ankreuzt. Da auch noch. Aber wir sind ja erstmal hier eigentlich unterwegs, ne? So, und hier ist keiner, oder wie sehe ich das? Flotte entdeckt. Taskforce. Ja, da könnten wir noch eine Korvette bauen dann, ne? Bringt uns alle nix hier. Flotte in der Nähe. Guck dir die Flotte mal an. Da brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen. Und da kamen noch welche nach, ne? Töpfe deine Aue her. Neue Stufe erreicht. Jetzt 2 Sterne. Ja. Ach, das sind die Neckarschiffe. Die schicken wir dann dahin. Hier, ja, da stehen die 2-4, ne? Da kommt nichts raus hier, weil kein Geld da ist. Okay, die Korvette geht. Hatten wir das nicht schon? Und da sind tausende von Schiffen. Jetzt sind 2, 8, 5, 20, 3. Da steht nichts drin. Wahrscheinlich die Zahl so groß, dass es nicht geht. Kommt schon wieder einer. Boah, guck dir das an, ey. Ein Klumpen voller Schiffe. Wie viele sind das? 22, 30, 40, 60. Wahrscheinlich 70 oder so, vielleicht sogar 75 und noch mehr. Da sind wir dem Untergang geweiht. Wir können da rüberfliegen. Die hauen jetzt ab, die 42. Hier wird nichts gebaut. Ist auch besser so. Forschung, Weltraumgefecht, Kernsektorsysteme, günstige Kriegsforderungen. Ja, das ist. Oh, das Letztere. Ob es das bringt, ist was anderes, ne? Sieht gerade richtig mager aus, hätte ich jetzt gesagt, ne? Die können da hinfliegen und die auch. Da. Zack, bauen wir noch eine Korvette. Und alle zusammengefasst, oder wie?
Jetzt ist die Frage, wie weit unsere Forschung hier ist. So, und es dauert noch, bis der Kreuzer fertig ist. Ein Drittel vielleicht. Nee, noch nicht mal. Eher ein Viertel. Ja. Warp-Antrieb, da kommen wir auch mit klar, ne? Dahin. Ja, bewegt euch mal. Geht ja gar nicht, ne? Ah, jetzt. So, dann ist das auch zusammen. 2,6. Das ist die Masse vielleicht, oder? Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Das waren auf jeden Fall reichlich gerade, ne? Das sind diese 60.000, 75.000 da. Und das sieht ziemlich mager aus. Die können wir ein. Und dann würde ich auch sagen, sind wir erstmal wieder so weit, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen als nächstes, ne? Fliegen mal dahin und gucken in das System dann rein, was wir da sehen. Und dann vielleicht noch weiter südlich schauen, ob wir hier irgendwas machen können. Da ist ja noch unser Schiff. Sehen wir hier was drin? Ne? Ja, das 2-1. Aber das ist nichts, keine Schiffe. Da sind Schiffe, oder? Ja, gut. Dann würde ich sagen, soll es für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.